Was ist los in dieser Woche? Eure Nachrichten rund um den FC Hansa Rostock. Sonntagmorgen kurz nach 6 auf dem Rostocker Hauptbahnhof. Die ersten Hansa-Fans machen sich bereits auf den Weg nach Hamburg. In wenigen Stunden steht für ihren Verein eine enorm wichtige Partie an. Punkt 13.30 Uhr muss der FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli ran. Kein einfaches Spiel, kein normales Spiel. Denn die Hansa-Fans fahren an diesem Tag nicht nach Hamburg, um ihre Mannschaft zu unterstützen, sondern um zu demonstrieren. Rund 2500 Anhänger des FC Hansa Rostock waren am vergangenen Sonntag dem Aufruf der Fanszene Rostock e.V. gefolgt und in Hamburg auf die Straße gegangen, um gemeinsam für ihre Rechte zu demonstrieren. Dass die Polizei heute und in Zukunft darüber entscheidet, wer ins Stadion kommt und wer nicht, darf einfach nicht sein. Die Demo richtete sich gegen eine Polizeiverfügung, wonach Hansa-Fans keine Karten für die Partie beim FC St. Pauli erhalten hatten. Entgegen aller Horrorszenarien, die Medien und Polizei prophezeit hatten, verlief die Veranstaltung, die auch von der Fanbetreuung des FC Hansa Rostock begleitet wurde, friedfertig und ohne jegliche Zwischenfälle. Unsere Demonstration oder die Demonstration der Fanszene Rostock e.V. war ein riesengeiler Erfolg am Wochenende, am Sonntag in Hamburg. Wir haben damit ein Zeichen gesetzt und haben ganz, ganz Deutschland gezeigt, dass Fans sich auch für Fanrechte einsetzen können, friedlich einsetzen können. Und damit haben wir ein riesengroßes Zeichen gesetzt, auch in andere Fanszenen rein, sich für ihre Rechte stark zu machen, friedlich stark zu machen, im Zusammenhang mit ihren Vereinen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ganz, ganz stolz auf unsere Fanszene, dass sie das so organisiert hat, durchgezogen hat und dass die Zusammenarbeit wirklich riesengut war, mit der Fanbetreuung zusammen, mit dem Verein zusammen. Und wir werden das auch in der Zukunft weiter so fortführen und festigen. Recht herzlichen Dank dafür. Mit zwei Übungseinheiten ist unsere Mannschaft am Mittwoch in die aktuelle Trainingswoche gestartet. Neben den Langzeitverletzten Pavel Kostal, Björn Ziegenbein und Timo Pertl fehlt im Training auch Mittelfeldspieler Edison Jordanov. Eddie hatte sich am Wochenende im Bundesliga-Punktspiel der A-Junioren bei Werder Bremen am linken Sprunggelenk verletzt. Diagnose: Bänderdehnung. Voraussichtlich wird der U19-Nationalspieler deshalb auch am kommenden Wochenende bei Union Berlin nicht zur Verfügung stehen. Dafür ist aber Innenverteidiger Stefan Gusche einsatzbereit und nach seiner Vertragsverlängerung mit Sicherheit besonders motiviert. Ja, schöne Nachricht in dieser Woche. Dein Vertrag wurde verlängert. Du hast zugestimmt, bleibst uns also noch länger erhalten. Ja, wir hoffen, du freust dich genauso wie wir. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und ja, ich war natürlich heilfroh, als Paul und der Trainer dann zu mir gekommen sind und mir mitgeteilt haben, dass sie mit mir verlängern wollen. Ja, und jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat. Und was hast du dir jetzt vorgenommen für deine weitere Zeit hier beim FC Hansa Rostock? Es sind ja schwierige Zeiten, die da auf uns zukommen. Ja, das stimmt allerdings. Also erstmal habe ich natürlich auch persönliche Ziele, wie dass ich erstmal gesund bleibe. Es war damals eine schwere Zeit für mich, deswegen steht auch das an oberster Stelle. Ja, und natürlich hoffe ich, dass ich dann dem Verein helfen kann und dazu beitragen kann, dass wir die gemeinsamen Ziele erreichen. Und ja, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Dafür drücken wir die Daumen und wir freuen uns, ja, dass du uns erhalten bleibst. Dankeschön. Wie viele andere Talente entstammt ja auch Stefan Gusche der erfolgreichen Nachwuchsarbeit des FC Hansa Rostock. Der gebürtige Schweriner lebte selbst einige Jahre im Hansa-Internat. Für die Spieler, die momentan im Hansa-Internat auf die große Karriere hinarbeiten, gab es in dieser Woche einen ganz besonderen Ausflug. Die 23 Spieler von der D- bis zur A-Jugend sind gemeinsam mit Hansa-Sozialpädagogen Thomas Engels Richtung Insel Rügen gefahren. Nicht um zu kicken, sondern um zu kochen. Auf dem Landwirthof, einem Biohof in Stahlbrode, der seit Jahren den Hansa-Nachwuchs unterstützt, wurde unter Anleitung der gelernten Kochprofis vor Ort geschnippelt, geschält und gebrutzelt. Das Resultat:
ein Vier-Gänge-Menü. Gesund, lecker und selber gemacht. Ganz unter dem Motto, es gibt eben noch mehr als Pizza und Burger. Und die Jungs sind scheinbar auf den Geschmack gekommen. Denn aus sicherer Quelle wissen wir, dass einige Rezepte sogar mit nach Hause genommen wurden. Eine Pressekonferenz der etwas anderen Art gab es in dieser Woche in der DKB-Arena. Denn normalerweise sind es ja die Journalisten, die im Presseraum des FC Hansa Rostock die Fragen stellen. Doch dieses Mal waren es Kinder und Jugendliche der 100 Wasserschule in Rostock. Die 11- bis 14-Jährigen nehmen an dem Projekt Hansa Rostock und ich teil. Im Rahmen dieser Aktion, die von Christian Falkenberg aus der Fanbetreuung des Vereins organisiert wird, stand diesmal eine Gesprächsrunde zum Thema Fairplay im Sport und im alltäglichen Leben an. Dazu war neben Pressesprecher Lorenz Kubitz auch Hansa-Mittelfeldspieler Dominik Peitz geladen. Der Hansa-Profi hatte im vergangenen Jahr eine Fairplay-Auszeichnung des Deutschen Fußballbundes erhalten und war damit natürlich ein idealer Gesprächspartner. Peitz berichtete unter anderem, was ihn dazu bewogen hatte, sich in der vergangenen Saison für einen Gegenspieler stark zu machen und damit eine gelbe Karte für diesen zu verhindern. Wer mehr zu dem Projekt Hansa Rostock und ich erfahren will, bekommt alle Informationen und Termine, kommende Veranstaltungen und Workshops bei der Hansa Fanbetreuung.